Herren, Sabrina TV Channel 1 ist wieder hier. Wir machen jetzt weiter mit der Fortsetzung des Freizeitparks Herben. Und wie ihr das hier sehen könnt, oh Entschuldigung, das war meine Hand. Wie ihr das hier sehen könnt, ist das hier eine Schiffsschaukel. Eine Schiffsschaukel für groß und klein. Da kann jeder rein und da wollen sie auch alleine sein. Nein, Quatsch, Scherz. Das natürlich nicht, aber es ist eine riesen Schiffsschaukel und die ist auch irgendwie, weiß ich auch nicht, kostet wohl kein Geld, ist wohl ein Preis mit drin, kann man so sagen, ja, würde ich mal so von ausgehen durch. Aber wir drehen gleich weiter von der anderen Stelle nach. Der Freizeitpark Ritterrost Magic Park in Pferden. Und hier seht ihr Ruderboote. Ruderboote auf dem Wasser. Also hier kann man Ruderboot fahren. Ne? Sehr schön hier. Das ist voll geil. Ne? Das ist sehr schön. Und es sind vor allen Dingen auch mehrere Boote zur Verfügung, wie man das hier erkennen kann. Ne? Es sind mehrere Boote im Einsatz. Also das ist schon nicht ohne. Wir setzen uns da jetzt natürlich nicht rein, weil wegen dem Equipment, wegen der Technik, weil sonst, wenn die im Wasser fällt, dann ist sie weg oder wird nass. Das haut natürlich in dem Fall nicht. Da muss man natürlich jetzt drauf verzichten, was mich natürlich ärgert. Aber ist egal. Gleich melden wir uns nochmal wieder von einer anderen Stelle. So, Sabrina TV Channel 1 ist wieder hier und wir sind jetzt hier im Magic Park Pferden, nochmal gesagt, damit auch jeder weiß in den verschiedenen Videoabständen, in welchem Park wir uns gerade befinden. Und das ist auch wieder ein Karussell, das ist ein Karussell und dieses Karussell, das dreht sich und geht rauf und runter. Ne? Hier ist auch noch irgendwie, was soll denn das darstellen? Also, muss man gucken, was das hier ist. Das ist irgendwie so eine Fahrbahn, so mit Pferden, ne? So eine Fahrbahn mit Pferden ist das hier. Und, müssen wir schauen, ne? Wie das hier so abläuft. Und da sind gerade Techniker bei, Techniker, die das in Ordnung bringen. Und, ja, es läuft. Was die Technik an der Hand nimmt, sagt immer, gelingt immer und klingt die Blechbahn im Freizeitpark Pferden und sie fährt gerade los und ja, wie ihr das hier sehen könnt, wunderschön, ein wunderschöner Park, ne? Nur weiter zu empfehlen. Ja, ich habe auch schon eine Bewertung über den Park erlaubt, ja, und ich habe diesen Park tatsächlich von vergebenen Sternen, 4,5 Sternen. Ja, gut.
gesagt, wir wollen jetzt noch mal ein bisschen weiter schauen. Wir gehen noch mal in eine andere Richtung. Wir melden uns dann gleich noch mal wieder aus dem Freizeitpark Pferden. Bis gleich. Ja, hier sind wir noch mal an einer anderen Stelle aus dem Ritterhorst Magic Park in Pferden. Wie das hier sehen können. Und da oben sind kleine Dinos. Könnt ihr das sehen? Also voll die kleinen Dinos. Und diese Dinos, die sind voll süß, voll lecker, voll bunt. Alles, was das Kinderherz bewegt, meins übrigens auch, davon abgesehen. Schaut euch das hier an. Das könnt ihr euch anschauen. Das ist der Freizeitpark Ritterhorst Magic in Pferden an der Aller. Gleich melden wir uns nochmal zurück aus dem Freizeitpark Pferden von einer anderen Stelle. Das muss ich immer dazu sagen, sonst denken die Leute hier schon Ende. Nein, es geht gleich weiter. Ja, wie gesagt, Sabrina TV Channel 1 ist hier nochmal aus dem Freizeitpark Ritterhorst Magic an Pferden an der Aller, diesmal von einer anderen Stelle. Wie ihr das hier sehen könnt, ist ein riesengroßer Sandplatz mit Burgen. Alles. Ich schätze mal, das ist so eine Burg oder so. Das ist so eine Burg. Und ja, hier haben wir zum Beispiel eine Riesenrutsche. Das ist eine Riesenrutsche, wie ihr das hier sehen könnt. Ja, das ist eine Riesenrutsche. Da schaut mal. Das ist richtig cool, ist das. Ja, wir machen jetzt mal ohne Mikrofon weiter, weil ich noch den Rucksack in der Hand habe. Das ist immer ein bisschen schwer für mich. Jawoll, einmal runter den Berg. Jawolli, was? So muss er sein. Das ist eine Riesenrutsche. Hier kann man runterrutschen auf Matten und alles. Das ist unglaublich cool, ist das, wie das hier vor sich geht. Und ganz Deutschland, ganz YouTube kann das bei Sabrina TV schauen. Diesen Genuss im Freizeitpark. Wir werden natürlich nicht alles filmen vom Freizeitpark, weil ihr sollt euch ja auch noch ein bisschen überraschen lassen. Ihr sollt euch auch noch ein bisschen überraschen lassen und ihr sollt das ja auch ein bisschen genießen hier im Freizeitpark. Deswegen zeigen wir euch auch nicht alles, weil ihr sollt ja selber noch ein bisschen den Park erkunden, ne? Das ist auch mal klar, ne? Freut euch auf den Freizeitpark Ritterhorst Magic Freizeitpark in Pferden an der Aller. Und wie gesagt, erkundet den Park auch noch ein bisschen selber, weil der Park ist riesengroß und der Park ist richtig cool. Der Park ist voll cool. Ja, liebe Damen und Herren, liebe Zuschauer von Sabrina TV Channel 1, ich hoffe, es hat euch erstmal Spaß gemacht. Wir melden uns nachher nochmal von einer anderen Stelle. Aber wir wollen euch auch nicht den ganzen Park zeigen und auch nicht alles verraten. Selber herkommen, selber Eintritt zahlen, selber genießen und Spaß haben. Aber er ist wirklich zu empfehlen. Bis gleich. So, wie gesagt, wir sind hier nochmal im Freizeitpark Pferden, meine Damen und Herren. Und wie ihr das hier sehen könnt, sind das diese Drachen. Diese Drachen haben wir von oben eben schon mal gesehen. Von unten meine ich. Aber jetzt sind wir hier oben direkt und könnt ihr euch nochmal anschauen. Anlagen mit Jünger erforderlich. Bitte informieren Sie das Aufsichtspersonal am Turm. Wir melden uns gleich nochmal wieder. Hier, meine Damen und Herren, könnt ihr das genau sehen. Ritterhorst hier. Magic Ritterhorst Park, Pferden. Hier haben wir ein Schild. Wir zoomen mal vor euch ran. Da, wir zoomen mal vor euch ran, damit ihr das genau in den Augenschein nehmen könnt. Magic Park Ritterhorst Pferden an der Aller. Eine geile Sache, ne, Freunde? Das ist doch schön. Ist das nicht schön? Wir gehen gleich weiter und zeigen euch noch mehr vom Magic Park Pferden. Ne? Das 12-jährige Mädchen zeigt euch noch mehr. Jetzt gehen wir gerade rein. Wir gehen in den Märchenwald. Das ist der Eingang des Märchenwaldes. Und wir werden jetzt betreten im Märchenwald. Und werden den Märchenwald ganz durchlaufen für euch. Extra, exklusiv bei Sabrina TV Channel 1.
wird das 12-jährige Mädchen für euch von Sabrina TV als Reporterin durch den Märchenwald Pferden laufen und euch den Märchenwald Pferden zeigen. Aufpassen, genießen, Augen aufhalten und ja nichts verpassen. Das ist cool, das Kind ist 12. Das Kind will auch was machen. Das kann ruhig unter einem Video draufkommen. Ja, Sabrina ist halt 12. Davon abgesehen. Jetzt kriegen die YouTuber das natürlich auch alles mit, aber ist auch egal. Sorry Abonnenten, sorry Zuschauer, aber das ist egal. Das gehört dazu. Jetzt kommen wir hier auf ein Märchen. So knusper Häuschen. Hänsel und Gretel mäßig, ne? Das ist so Hänsel und Gretel mäßig. Sehen, so bemerkte sie.
Verzweiflung suchte sie nach einem Ausweg. Im letzten Moment gelang es ihr dann, die Hexe in den Backofen zu stoßen. Da fing die Hexe an zu heulen und verbrannte jämmerlich. Überall im Wald hörte man ihr gruseliges Gekreische. Ja, nun kommt letztes Ende. Das war das Ende von dem Video Pferden. Im Freizeitpark Pferden an der Aller von Sabrina TV Channel 1. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis bald. Selbe Stelle, selbe Welle, Sabrina TV Channel 1. Danke.